So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem weiteren Gespräch mit einem Freund. Ich sitze hier wieder mit Kurt Hepperwein und heute wollen wir uns das sehr interessante Thema anschauen, das Geheimnis erfolgreichen Manifestierens, also bestellen, erschaffen aus dem Nichts, ein Thema, das sehr viele interessiert. Herzlich willkommen, lieber Kurt. Wie könnte man beginnen mit diesem Thema? Hallo, guten Morgen. Ja, es beginnt meistens damit, dass andere Menschen noch offene Wünsche haben an das Leben. Wenn ich frage, was wünschen Sie sich denn noch? Also wenn ich zaubern könnte, dann würde ich gerne dieses und das in meinem Leben ändern. Da gibt es also noch Möglichkeiten, das schöner, interessanter und besser zu machen. Und meine Gegenfrage ist dann immer, ja, und warum ist das noch nicht so? Ja, weiß ich auch nicht. Ich wünsche mir das so sehr und ich warte schon so lange. Aber wünschen und warten ändert ja nichts. Das heißt, wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie etwas ändern. Das heißt, alles, was ich erleben will, muss ich verursachen. Und umgekehrt, alles, was ich erlebe, habe ich bewusst oder unbewusst verursacht, sonst wäre es ja nicht da. Das heißt, niemand anderes kann also in mein Leben hinein etwas verursachen. Ich bin der Einzige, der mein Leben, mein Schicksal, meine Zukunft bestimmt. Das heißt also, auch wenn man scheinbar nichts tut, senden wir ja unser Energiefeld, die Schwingung unseres Energiefeldes aus und verursachen damit entsprechende Ereignisse, die wir dann einfach neutral Schicksal nennen. Das ist mein Schicksal. Ja, aber woher soll das denn kommen? Wer ist denn verantwortlich dafür? Wer macht denn mein Schicksal? Und dann sage ich immer, also wenn Sie den erwischen wollen, ist ganz einfach. Gehen Sie ins Badezimmer, schauen Sie in den Spiegel, der war's. Ja, und das ist auch der Einzige, der das ändern kann. Das heißt also, wir sollten den Menschen wieder bewusst machen, dass sie der Schöpfer sind, dass sie die Macht haben, alles in jedem Augenblick zu ändern. Ja, und deswegen sagst du ja auch so schön, das Schicksal sollte nicht Schicksal heißen, sondern Machsal, weil es jeder selbst macht. Und ja, die meisten Menschen verursachen unbewusst, wie wir immer wieder sehen. Also über ihr So-Sein, über das, was sie eben sind, was sie ausstrahlen, geschieht Schicksal und es ist den meisten Menschen nicht bewusst. Das können wir jetzt mal bewusst machen. Das sollten wir unbedingt tun, damit endlich diese Wünscherei aufhört und zur Erfüllung wird. Also halten wir noch einmal fest, wir alle sind reine Energie. Wir sind bewusste Energie. Wir sind diejenigen, die sich irgendwann zu Hause entschieden haben, hierher zu kommen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Das heißt also, wir bestimmen hier, wir sind Schöpfer, ständig. Wir schöpfen 24 Stunden am Tag und verursachen damit unser Schicksal. Das heißt, jeder ist also ein Energiefeld mit einer bestimmten einmaligen Schwingung. Einmalig daher, weil niemand dein Leben hat, deine Erfahrungen, deine Ereignisse, deine Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Prägungen. Das heißt also, jeder ist einmalig und schafft sich so 24 Stunden am Tag sein einmaliges Schicksal selbst. Und damit wir wieder den Schlüssel der Macht uns bewusst machen, nur er kann es jederzeit ändern, indem er eine neue Ursache setzt. Ja, und dann ist die große Frage, wie macht man das denn bewusst? Der nächste Schritt. Ja, zunächst machen wir es ja die ganze Zeit unbewusst. Ja. Das heißt also, die stärkste Ursache ist unser So-Sein. Da taucht manchmal die Frage auf, was ist So-Sein? Da bin ich immer wieder verblüfft, weil ich denke, So-Sein ist ein selbsterklärendes Wort, nämlich so, wie ich bin. Also meine Gedanken, meine Gefühle, meine Überzeugungen, mein Selbstbild, mein Glauben, was auch alles das ist mein So-Sein, verändert mein Energiefeld, die Schwingung meines Energiefeldes. Ich nenne es
meine energetische Signatur. Und die sende ich 24 Stunden am Tag aus und verursache damit mein einmaliges Schicksal. So, das mache ich also die ganze Zeit schon und alle machen es erfolgreich. Also das brauchen wir schon mal nicht lernen. Wir müssen es uns nur bewusst machen, dass wir das hervorrufen, was wir wirklich haben wollen. Also der erste Schritt könnte sein, sich mal bewusst zu machen, okay, wenn das so ist, welche Energie sende ich denn gerade aus und was verursache ich damit? Und ist es wirklich das, was ich haben will, was für mich stimmt, oder verursache ich was, was ich gar nicht will? Und da erkennen wir eben unser So-Sein als Schicksalsmagnet und das muss ich optimieren. Also, das heißt, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann verursache ich damit zuverlässig ein übellauniges Schicksal. Oder wenn ich mich gar ärgere, dann verursache ich damit zuverlässig ein ärgerliches Schicksal. Das heißt also, wir alle sind erfolgreiche Schöpfer. Das machen wir den ganzen Tag unbewusst. Jetzt könnten wir das aber bewusst machen, indem wir unser So-Sein optimieren. Das wäre die erste Voraussetzung. Also das heißt, ich mache mir bewusst, ich kann es mir gar nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein oder mich gar zu ärgern, weil ich damit eine Zukunft verursache, die ich ja gar nicht haben will. Aber da kommt natürlich gleich der Verstand und sagt, ja gut, man kann ja nicht immer gut gelaunt sein. Die Umstände sind einfach nicht immer danach. Und wenn mich jemand ärgert, dann kann ich ja auch nichts dafür. Dann ärgere ich mich halt. Aber die Weisheit der Sprache sagt es schon, ich habe mich über den geärgert. Der kann das nicht. Der kann irgendwas machen. Das heißt also, wir müssen die Verantwortung für unser So-Sein übernehmen. Das heißt konkret, ab jetzt ständige gute Laune, unabhängig von den Umständen. Also nicht mehr die Ausrede, die Umstände sind gerade nicht so, dass man gut gelaunt sein könnte, sondern mit meiner guten Laune schaffe ich Umstände, die eine gute Laune machen. Und ärgern geht auch gar nicht. Ja? Also machen wir uns bewusst, niemand hat die Macht, sie zu ärgern. Und Ihre Sprache sagt es ja auch schon, ich habe mich über den oder über das geärgert. Ja, wir machen das. Und wenn wir es nicht tun, dann geschieht es nicht. Das heißt also, ab jetzt ständige gute Laune, nie mehr ärgern, gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das stimmt, was gerade geschieht, dann lehne ich mich zurück und genieße es, oder es stimmt nicht, dann kann ich es ändern. Und dann machen wir uns gleich bewusst, wie man das macht. Ja. Also fassen wir nochmal zusammen, unser So-Sein ist die stärkste Ursache für unser Schicksal, unser meist unbewusstes So-Sein. Also der erste Schritt wäre uns das auch bewusst zu machen und dann eben bewusst zu gestalten, was wir überhaupt ausstrahlen. Ja. Und beginnen wir mit dem negativen Teil. Das heißt also, der wichtigste Teil des Verursachens, des Manifestierens, ist das Loslassen. Ich lasse erstmal alle die negativen Energien los, die eine Zukunft verursachen, die ich ja gar nicht will. Also schlechte Laune, Ärger, Sorgen. Ja, wieder kommt der Verstand, sagt, ja nun, man hat halt Sorgen. Nein, wieder hören wir auf die Weisheit der Sprache, ich mache mir Sorgen über die Zukunft. Ja, da ist nur eine Zukunft, die ist ganz neutral. Aber ich mache mir Sorgen, sonst kann das keiner. Niemand kann mir Sorgen machen. Die Macht hat niemand. Das heißt, ich muss es selber machen. Also bin ich auch der Einzige, der es lassen kann. Also mache ich mir keine Sorgen mehr. Lasse Ängste los. Ja? Mache mir auch bewusst, dass ein Misserfolg nicht möglich ist. Weil das Leben kennt keine Misserfolge. Noch nie hat jemand einen Misserfolg erlebt. Wir nennen zwar manches so, wenn es anders kommt, als ich es mir gewünscht habe. Aber das Leben sagt ja, ich liefere nicht das, was du dir wünschst, sondern das, was du verursachst. Also
Misserfolg gibt es nicht. Das Leben kennt nur Erfolg. Es passiert immer das, was ich bewusst oder unbewusst verursache. So, und jetzt bringe ich also erstmal die Dinge in Ordnung, die bisher unbewusst negative Zukunft verursacht haben, indem ich loslasse. Und eins nach dem anderen loslasse, bis ich schon mal keine unbewusste, falsche, unerwünschte Zukunft mehr verursache. Und dann komme ich zum positiven Teil und dann brauche ich Zielklarheit. Denn wenn ich jetzt mein Leben selber in die Hand nehme, dann muss ich ja wissen, wo soll das hinführen? Also wo will ich am Ende angekommen sein? Und sonderbarerweise kannst mal mit anderen Menschen sprechen und frag sie mal nach ihren Zielen. Die meisten wissen oder alle wissen genau, was sie nicht wollen. Ja, also ich möchte nicht mehr mich ärgern, nicht mehr Sorgen haben, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Aber ich kann beim Leben nicht bestellen, was ich nicht haben will. Beim Warenversandhaus wissen wir das ja. Ich habe bevor du ruft beim Warenversandhaus an und sagst, ich will keinen braunen Anzug haben. Ja, dann sagen die, okay, dann rufen Sie wieder an, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Also der erste Schritt ist erst einmal Zielklarheit und da versagen die meisten schon. Und deswegen sollten wir uns das bewusst machen, was wir wollen. Siehst du da irgendeine Schwierigkeit? Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir im Verstand stecken, damit identifiziert sind, weil der weiß ja immer genau, was er nicht möchte. Der ist immer in den Problemen verhaftet und sagt, das ist ein Problem, das möchte ich weghaben. Und dann sind natürlich die meisten Menschen, eben wie du sagst, die wissen genau, was sie nicht wollen, aber was sie wollen, wissen sie nicht. Und dann ist da keine richtige Ursache da. Und deswegen ist ein schöner Teil der Zielklarheit, erst einmal zu träumen und sagen, okay, also was ich nicht will, weiß ich jetzt, aber was will ich eigentlich? Was will ich wirklich? Und wäre das gut für mich? Oder wer will das eigentlich? Will das ich das? Oder will ich das selbst? Denn wenn ich mein Ich mein Leben bestimmen lasse, dann macht das daraus ein Ich-Leben. Das will Bequemlichkeit haben, Anerkennung, viel Geld für nichts und so weiter. Das Selbst interessiert sich für alles das überhaupt nicht. Das will im Einklang sein mit dem Leben und so weiter. Also das sind unterschiedliche Ziele, das sind unterschiedliche Leben. Und deswegen muss ich zunächst einmal jetzt wieder bei der Zielklarheit klären, wer führt eigentlich mein Leben? Wer trifft eigentlich meine Entscheidungen? Ist das mein Verstand, mein Ich also, oder bin ich das wirklich selbst? Aber ich selbst kann das ja erst sein, wenn ich zu Bewusstsein gekommen bin, wenn ich also wieder bewusst lebe als der, der ich wirklich bin. Also wir sehen, Zielklarheit ist erst einmal schon ein ganz schöner Komplex. Bis ich überhaupt anfangen kann, was zu bestellen, sollte ich da Klarheit schaffen, denn unklare Aufträge können vom Leben nicht ausgeführt werden. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Also überhaupt dieses Thema Zielklarheit, wer möchte das? Und auch, dass wir immer erfolgreich sind. Also wir verursachen ja ständig und die meisten würden antworten, ja, ich habe ja keinen Erfolg mit dem, was ich hier verursache. Aber das haben sie ja schon. Sie haben nur nicht richtig bestellt. Ne? Dann eben unbewusst oder nicht die richtige Zielklarheit, eben was sie nicht möchten, bestellt. Und es ist ein großer Komplex, wie du sagst. Gut, dass wir es ansprechen. Und dann machen wir uns bewusst, am Start stehen Gewinner und Verlierer bereits fest, durch die bisher gesetzten Ursachen. Und das macht sich kaum einer bewusst. Das heißt also, die Verlierer brauchten eigentlich gar nicht erst anfangen, weil es steht ja schon fest, dass es nichts wird. Und die Gewinner brauchten sich keine Sorgen machen, weil es steht ja schon fest, dass sie ihr Ziel erreichen beim Start. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass wir am Start schon gewonnen haben, indem wir das Gewünschte geistig in Besitz nehmen. Und das machen wir uns jetzt einmal bewusst, wie das geht. Ja? Also, wenn ich diese Voraussetzung geschaffen habe, habe Zielklarheit, habe das Negative losgelassen,
habe mein So-Sein in Ordnung gebracht und weiß jetzt genau, was ich will und nicht das Ich, sondern ich selbst, dass es wirklich mein Leben ist, das ich verursache, dann nehme ich das Gewünschte geistig in Besitz. Warum? Weil mein So-Sein ist mein Lebensfilm. Alles, was in meinem So-Sein enthalten ist, muss auf der Leinwand Realität erscheinen, wird also zu meiner erlebten Realität. Das ist wie im Kino, der Film, der im Projektor ist, bestimmt, was vorne auf der Leinwand läuft. Auf der Leinwand läuft zwar der Film, aber da kann man nichts ändern. Wenn, muss man das im Projektor ändern, im Lebensfilm. Und das ist unser So-Sein. Also noch einmal, alles, was in unserem So-Sein enthalten ist, positiv wie negativ, muss zu unserer erlebten Realität werden. Alles, was nicht in unserem So-Sein enthalten ist, kann nicht zur Realität werden, eben weil es im Lebensfilm nicht enthalten ist. Deswegen ist es also so wichtig, wenn ich etwas verursachen will erfolgreich, muss ich es geistig in Besitz nehmen. Und geistig in Besitz nehmen heißt, es muss Teil meines So-Seins sein. Ich muss es mir zu eigen machen. Und wie mache ich das? Ganz einfach, ich erlebe mich in der Erfüllung, im erfolgten Erfolg. Ich bin am Ziel, ich habe es erreicht. Der zweite Schritt ist, ich verbinde das mit einem starken Gefühl, mit einem Gefühl der Erleichterung, der Freude, der Dankbarkeit, vor allem der Dankbarkeit, denn meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Das ist gewissermaßen die Energie, mit der ich bezahle, so beim Leben, das, was ich bestelle. Das heißt also noch einmal, wir schaffen Zielklarheit, wir sorgen dafür, dass wirklich ich selbst mein Ziel bestimmt habe und nicht das Ego. Und dann alles, was ich als Realität erleben möchte, muss ich geistig in Besitz genommen haben, damit es Teil meines So-Seins wird. So. Das heißt, ich erlebe mich am Ziel, verbinde das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit und bleibe jetzt in dieser Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung. Ja, wenn ich mir das noch wünsche, ist es ja noch in der Zukunft. Dann ist es noch nicht in meinem So-Sein und dann kann es auch nicht zur Realität werden. Weil Zukunft erlebt ja keiner. Noch nie hat einer Zukunft erlebt. Alles, was sie erleben, ist Gegenwart. Ja, das heißt also, wenn ich was in die Zukunft verlege, ist das der Sankt-Nimmerleins-Tag. Dann wird mir das nie begegnen und dann wundere ich mich, dass es nicht in Erscheinung tritt, wo ich mir das doch vorgestellt habe. Also prüfen Sie am Start, ob Sie wirklich das Gewünschte sich zu eigen gemacht haben, ob es also Teil meines So-Seins ist. Und dann weiß ich, dann kann ich in dieser absoluten Gewissheit bleiben, dass es bereits geschehen ist. Damit haben auch einige Schwierigkeiten mit der absoluten Gewissheit, weil sie sagen, ja, ich lüge mir ja was in die Tasche, wenn ich das noch nicht habe, soll ich mir einbilden, es wäre da. Das geht doch gar nicht. Diese Energie ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben etwas beim Warenversandhaus bestellt. Man hat Ihnen gesagt, jawohl, ist ab Lager lieferbar. Innerhalb von 3 Werktagen ist das bei Ihnen. Und Sie beenden das Gespräch. Da könnte der Verstand kommen und sagt, ja und, wo ist es? Ja, dann sagen Sie dem Verstand, also langsam, ich habe es gerade bestellt. Die müssen das jetzt vom Lager holen, die müssen das verpacken, die müssen das zur Post bringen, die Post muss das zu mir bringen und dann habe ich es. Aber die Sache ist erledigt, da ist nichts mehr zu tun. Und da entsteht automatisch diese absolute Gewissheit der Erfüllung. Die haben mir ja gesagt, ab Lager lieferbar, die wollen ja was verkaufen, also schicken die das auch. So. Und diese Energie ist es, die wir verursachen,
das heißt schon in der Bibel, bittet um, Markus 11, 24, wenn das einer nachlesen will, bittet um, was ihr wollt. Also alles ist möglich. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Also die Voraussetzung ist, ich muss es geistig in Besitz genommen haben. Es muss Teil meines So-Seins sein. Dann muss es zur Realität werden. So, das ist diese Energie der absoluten Gewissheit der Erfüllung. Und in dieser Gewissheit bleibe ich, wie beim Warenversandhaus, bis es dann das Päckchen da ist, so bleibe ich in der Gewissheit, bis das Leben das Gewünschte erfüllt hat und es als meine Realität in Erscheinung tritt. Das ist alles, was zu tun ist. Damit habe ich es geistig in Besitz genommen. Ja, wir merken einfach, verursachen kann nur ich selbst, weil der Verstand, der hat ja genau diese Probleme, die du genannt hast. Also der sagt, wo ist es denn? Ich sehe es ja nicht. Und also wirklich manifestieren kann ja nur ich selbst. Das Ego kann sie ja nur mit Händen und Füßen tun, also das Ich, und hoffen, dass dann etwas bei rauskommt. Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz entscheidender Punkt. Wer will das, was ich verursache? Na, also mir bewusst zu machen, wer ich bin. Also wir könnten sagen, das ganze Geheimnis besteht darin, zu fühlen, dass ihre Absicht erfüllt, ihr Wunsch bereits geschehen ist. Sich in der Erfüllung erleben und sich jetzt nicht wieder rauskicken lassen vom Verstand, der sagt, wo ist es denn, sondern in dieser Gewissheit bleiben, bis es meine Realität ist. Denn sonst habe ich abbestellt, wenn ich sage, ja stimmt, ist ja noch, hat sich ja eigentlich gar nichts geändert. Hoffentlich haben die meinen Auftrag verstanden oder verschlampten den nicht oder ich sollte vielleicht nochmal anrufen. Nein, macht ja keiner beim Warenversandhaus. Sie bestellen einmal und dann ist es bestellt, dann ist die Sache erledigt. Aber wenn Sie jetzt durch Ihre Zweifel wieder abbestellen, dann hat das Leben zwei Aufträge bekommen, nämlich einen Lieferauftrag und einen Storno-Auftrag. Das Leben erfüllt beide Aufträge und nichts passiert. Und Sie sagen ja, Moment, also ich habe alles richtig gemacht. Bei mir hat das nicht geklappt. Das Leben sagt, Moment, nicht geklappt. Du hast mir zwei Aufträge erteilt. Ich habe die beide erfolgreich ausgeführt. Also hier ist alles auf dem Laufenden. So, ja. Das heißt also, ich muss es wirklich in Besitz behalten, bis es Realität ist. Ja, ich sage immer, wir halten den Betrieb auf, wenn wir nochmal anrufen im Versandhaus und nochmal fragen, wo ist es denn und wo steckt es gerade, dann ist es eben eigentlich eine Abbestellung. Also wir halten zumindest die Bestellung auf durch das Zweifeln. Ja, und was viele auch, oder der Verstand natürlich sagt, es ist vollkommen gleich bei der Bestellung, in welcher Situation ich gerade bin. Ja, wenn ich beim Warenversandhaus anrufe, dann fragen die mich auch nicht, waren Sie sonntags in der Kirche? Sind Sie liebevoll zu Ihrem Partner? Nee, das ist denen alles vollkommen egal. Ja, ich bestelle was und das wird geliefert. Das heißt also, ich muss einfach mir bewusst machen, dem Leben ist es vollkommen egal, unter welchen Umständen ich gerade lebe. Die können ganz schwierig oder gar aussichtslos sein. Das ist dem Gesetz von Ursache vollkommen egal, weil in dem Moment, wo ich eine neue Ursache setze, ändert sich ja die Wirkung, ändert sich alles. Also was bisher war, spielt keine Rolle. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in einen dunklen Raum komme und der Verstand sagt, ja, aber da ist es jetzt schon so lange dunkel, da war ich schon öfter. Da sieht man ja die Hand nicht vor Augen, da bin ich schon gestolpert, habe mir den Kopf gestoßen. Und ob ich das finde, was ich suche, weiß ich auch nicht. Also das ist so, ja, das ist vollkommen egal. Das erwachte Bewusstsein geht rein, macht Licht und holt sich das, was es braucht. Das heißt also, in dem Moment, wo ich Licht mache, ändert sich ja alles. Dann spielt das keine Rolle, ob da 5 Minuten dunkel war oder 20 Jahre. Das ist ohne jede Bedeutung. Also müssen wir erst einmal diese Grundhaltung des Verstandes uns bewusst machen.
dass es vollkommen egal ist, in welcher Situation ich bin. Das Gesetz von Ursache und Wirkung wirkt. Das heißt, wenn ich was richtig bestellt habe, liefert das Leben das unabhängig von den bisherigen Umständen. Also ich kann jederzeit neu bestellen, kann jederzeit eine neue Ursache setzen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Ja, und dann der nächste Punkt ist, das Leben kennt keine schwierigen Aufträge oder große Aufträge. Also wieder Vergleich Warenversand, da verstehen wir das sofort. Der Dame am Telefon, meistens ist ja eine Dame, wenn sie anrufen, der ist vollkommen egal, ob Sie jetzt ein Päckchen Tempo-Taschentücher bestellen oder einen Bordeaux-roten Rolls-Royce mit goldenen Griffen. Ja, für die ist das die gleiche Arbeit. Artikelnummer, Kundennummer, Größe, Farbe, Lieferzeit, ja, Sache erledigt. Ja, der Verstand sagt, ja, aber das ist ja jetzt was Schwieriges oder was Großes. Ja, selbst wenn Sie ein Haus bestellen würden, ja, dem Versand ist das völlig egal. Ja, das heißt also, es ist ohne jede Bedeutung auch, was Sie erreichen wollen. Ob Sie Gesundheit haben wollen, Erfolg, Wohlstand oder Glück. Ja, dann kommt der Verstand und sagt, ja, aber ich bin jetzt schon so lange krank. Das habe ich jetzt schon 2 Jahre. Und da haben wir schon alles, da war ich schon bei so vielen Ärzten und ja, da ist noch nichts Änderndes geschehen, sonst wäre es ja weg. Aber wenn ich jetzt das Ändernde tue, dann ist es ohne Bedeutung, wie lange das schon nicht da ist oder wie groß das ist. Das heißt also, vereinfacht gesagt, alles ist jederzeit möglich, was ich glauben kann. Ja, da vielleicht die kleine Geschichte, da ein Schüler kommt zum Meister und sagt, Meister, du hast gesagt, alles ist möglich, was ich glauben kann. Ja, sagt der Meister, das stimmt. Okay, dann wünsche ich mir Frieden für die Welt und 1 Million für mich. Und der Meister sagt, okay. Ja, wie sagt der Schüler, okay. Und das soll jetzt geklappt haben? Sagt der Meister, natürlich. Also, das glaube ich nicht. Sagt er, eben. Ja, so ist es, ja. So, das ist, natürlich, da sind wir an die Grenze unseres Glaubens gestoßen. Das heißt also, wenn ich was bestelle, aber glaube nicht, dass das geliefert werden kann, habe ich 2 Aufträge erteilt. Ich habe es bestellt und ich habe gleichzeitig abbestellt mit meinem Nichtglauben. So, dann kann es nicht geschehen. Aber es geht trotzdem. Aber dann muss ich es in mehreren Schritten erreichen. Das heißt also, ich nehme immer das Beispiel mit Geld, weil jeder das kennt und man sich gut vorstellen kann. Wenn ich also sage, ich verursache jetzt mal 1 Million bis heute Abend, 1 Million Euro. Ja, dann wird praktisch jeder sagen, also bis heute Abend, also wo soll das denn herkommen, wie soll das denn gehen? Ja, der Gläubige würde sagen, ist mir doch egal, Sache des Lebens, wenn ich bestelle und das ist lieferbar, dann kriege ich das auch. Aber das heißt also, das liegt praktisch bei jedem außerhalb der Glaubensgrenze. Jetzt muss ich also entweder den Betrag ändern oder den Zeitraum, damit es innerhalb meiner Glaubensgrenze ist. Also wenn ich sage, ich bleibe bei dem Zeitraum bis heute Abend, aber 1 Million geht dann nicht. Aber sagen wir mal, 100 Euro bis heute Abend, unerwartet von irgendeiner Seite, das kann praktisch jeder glauben. Ja? Also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, woher das Leben das jetzt nimmt und macht. Ja? Aber wenn es innerhalb der Glaubensgrenze liegt, dann geschieht es, dann habe ich bis heute Abend unerwartet 100 Euro mehr bekommen. Dann geschieht ein Wunder. Diese Glaubenserfahrung erweitert meine Glaubensgrenze. Das heißt, also jetzt könnte ich mir auch vorstellen, 1000 Euro bis Sonntag, ja, oder bis Ende der Woche, sagen wir mal. So, ja. Und dann, wenn das innerhalb meiner Glaubensgrenze ist, okay, geschieht das wieder, erweitert wieder meine Glaubensgrenze, dass ich sage,
Also jetzt könnte ich mir auch vorstellen, 100.000 Euro bis Weihnachten. Ja, liegt auch jetzt innerhalb meiner Glaubensgrenze durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das ja klappt. Und wenn auch das klappt, dann bin ich irgendwann so weit, sage, ja, jetzt weiß ich, da gibt es gar keine Grenze. Die war immer nur in mir. Also ab jetzt ist alles möglich. Und ich habe vor 17 Jahren eben das letzte Mal das Leben auf die Probe gestellt und habe zwei Dinge verursacht, die für meinen Verstand absolut unmöglich, undenkbar, unerreichbar waren. Und habe sie verursacht und auch bekommen. Und von daher weiß ich, und seit der Zeit ist meine Glaubensgrenze nicht mehr existent, die ist unendlich geworden. Das heißt, ich weiß, dem Leben ist alles möglich, was ich denken, mir vorstellen und glauben kann. Ja, wunderbar. Danke für diese wunderbare Anleitung mit der Erweiterung der Glaubensgrenze. Und im Grunde gibt es keine großen und kleinen Wünsche. Das wäre ja auch nur ein Urteil. Können wir nochmal sagen, es gibt nur Wünsche. Und eigentlich braucht das Leben auch keine Zeit. Aber wenn ich das noch nicht glauben kann, wenn ich eben da noch nicht bin, dann verwende ich das so und erweitere die Glaubensgrenze oder kann eben auch kleiner anfangen, quasi. Ja, und das Leben stellt keine Bedingungen. Das heißt, ich muss nicht in einem besonderen Bewusstsein sein, sondern ich muss nur die richtige Ursache setzen. Das ist genauso, wie es dem Lichtschalter völlig egal ist, ob ich an Gott glaube oder ob ich liebevoll zu den Menschen bin oder ob ich hartherzig bin. Wenn ich draufdrücke, geht Licht an, aus. Das heißt, Gesetz von Ursache und Wirkung, da gibt es keine Bedingungen. Der Acker sagt auch nicht, also von dir nehme ich keine Saat an, du bist mir nicht sympathisch, das geht nicht. Der Acker stellt keine Bedingungen, wer sät, dem liefert er das und dann wächst das, was er gesät hat. Also noch einmal, ich muss nicht in einem besonderen Bewusstsein sein, ich habe keine Ausrede. Wenn ich die richtige Ursache setze, bringt das Leben die gewünschte Wirkung hervor, immer bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Ja, wunderbar. Also da kann das einzige Hindernis sein, dass ich gar nicht, dass ich eben weiß, ich muss erstmal die Ursache setzen, ich muss säen, wenn wir beim Acker sind. Und da hast du ja dieses schöne Beispiel genannt, es wäre, als ob der Bauer sagt, lieber Herrgott, gib mir reiche Ernte, dann säe ich nächstes Jahr auch. Also ich muss zuerst säen und dann kommt die Ernte. Und das geschieht dadurch, dass wir die Ursache setzen. So sein, optimieren oder eben bewusst bestellen. Ganz genau. Also ich sage immer, das Schicksal ist eigentlich nur ein Spiegelbild meines So-Seins. Ein Spiegelbild hat keine Entscheidungsfreiheit. Ich kann auch einem Spiegelbild keinen Vorwurf machen. Wenn ich morgens ins Bad gehe und das gefällt mir nicht, was ich da im Spiegel sehe, dann kann ich nicht den Spiegel beschimpfen. Der kann nichts dafür, der macht seinen Job. Der zeigt nur, was da ist. Da muss ich duschen, joggen und mich frisieren und schau wieder rein und siehe da, das Bild hat sich verändert. Das heißt also, auch das Spiegelbild Schicksal hat keine Wahl, sondern das spiegelt nur mein jeweiliges So-Sein. Und wenn ich also im Spiegel der Lebensumstände was sehe, was mir nicht gefällt, dann kann ich dem Leben keine Vorwürfe machen oder Gott oder dem Schicksal oder irgendwem, sondern dann muss ich mein So-Sein ändern. Und da geht es noch etwas zu beachten, und zwar, ich sollte die Macht der Wiederholung nutzen. Das heißt also, mich wiederholt im Besitz des erwünschten Erleben und das mit dem starken Gefühl der Dankbarkeit verbinden, weil diese gefühlte Dankbarkeit eventuelle Verhinderungsprogramme im Unterbewusstsein löscht und überschreibt mit dem neuen gewünschten Programm. Und wenn ich das 21 Mal wiederhole, meistens ist es gar nicht so viel erforderlich, aber spätestens nach 21 Mal ist auch ein hartnäckiges Programm im Unterbewusstsein gelöscht. Und mit dem neuen erwünschten Programm geht doch überschrieben. Und das alte Programm, glaube ich nicht, ist dann
gelöscht und weg. Und weil wir diese Programme meistens nicht kennen, weil sie uns nicht bewusst sind, ist es also gut, wenn wir doch eine Bestellung durch die Macht der Wiederholung vertiefen. Das heißt, es öfter in Besitz nehmen, damit nicht ein unerkanntes Verhinderungsprogramm das verhindert. Ja, also das haben wirklich sehr viele, diese unbewussten Verhinderungsprogramme. Und das ist ein sehr schöner Hinweis über die Macht der Wiederholung, das zu machen. Eigentlich bräuchte ich ja nur einmal bestellen, aber gerade dieses Erleben in der Erfüllung, das kann ich ja beliebig oft wiederholen. Also diese Vorfreude auf die Bestellung, und dann kann ich diese Programme beseitigen. Sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ja. Eben, macht ja auch Freude. Ja? Und das heißt also, wenn ich bestellt habe, trete ich bewusst ein in den, der das Ziel erreicht hat, und erfülle mich mit der Energie, es ist vollbracht. Ich habe es erreicht und fühle da meine Freude und Dankbarkeit. Das heißt also, wir erleben immer wieder, aus nichts wird etwas, und Sie bestimmen, was, wann, wie und wo in Erscheinung tritt. Also wenn das kein Wunder ist, dann gibt es keine Wunder. Ja, das heißt also, um an den Anfang zurückzukehren, wir alle können zaubern. Die meisten Menschen wünschen sich zu zaubern. Jetzt prüfen Sie einmal, ob da noch irgendwelche Wünsche an das Leben offen sind, und fragen sich, ja, warum sind die noch offen? Warum habe ich das nicht längst verursacht? Ja, weil da doch ein halbbewusster Zweifel war, ja, wie soll das denn gehen? Das wäre ja schön, aber man kriegt ja nun mal nicht immer alles, was man will. Es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Und lauter solche, das sind Verhinderungsprogramme. Ja, und weil die nicht bewusst sind, verhindern die eben zuverlässig oft eine Bestellung. Aber noch einmal, machen Sie sich bewusst, ein Misserfolg ist nicht möglich. Das Leben kennt keine Misserfolge. Das Leben kennt nur Erfolge, weil immer genau das erfolgt, was Sie zuvor bewusst oder unbewusst verursacht haben. Deswegen heißt ja ein Erfolg auch Erfolg, weil er auf etwas erfolgt. Und damit er erfolgen kann, muss etwas vorausgehen. Und das, was vorausgeht, die Saat, bestimmt immer die Ernte. So, das heißt also, dadurch steht am Start, stehen Gewinner und Verlierer schon fest. Und ein Misserfolg ist einfach nicht möglich. Und das ist das ganze Geheimnis des erfolgreichen Manifestierens. Wundervoll, ja. Da bleibt nur noch die Frage, warum du zuletzt nicht mehr manifestiert hast. Warum du, also du hast ja gesagt, du lässt dich vom Leben quasi überraschen, jetzt heutzutage. Das ist natürlich vielleicht noch der letzte Schritt, okay, den man sich das bewusst machen könnte. Schritt. Das heißt, als erwachtes Bewusstsein ziehen wir automatisch die natürliche Fülle des Lebens an. Wir sind also ein lebender Magnet durch das So-Sein. Das erwachte Bewusstsein verändert natürlich das So-Sein. Ja, damit ist die natürliche Fülle Teil des So-Seins und damit unseres Lebensfilms, und damit gehört es zu unserer Realität. Wenn ich aber als erwachtes Bewusstsein ohnehin das Beste in mein Leben ziehe, ja, das Allerbeste gibt es nicht. Also dann kann ich mit meinen Wünschen eigentlich nur stören und verursache bestenfalls das Zweitbeste. Und warum soll ich mich mit dem Zweitbesten zufrieden geben? Das heißt also, als erwachtes Bewusstsein erkennen wir, es ist gar nicht erforderlich mehr, irgendeine Ursache zu setzen, weil ich bin dann eine lebende Ursache für die natürliche Fülle. Und wenn ich stimme, mein So-Sein stimmt durch das erwachte Bewusstsein, dann stimmt automatisch meine Zukunft, mein Schicksal, weil das ja nur ein Spiegelbild meines So-Seins ist. Also was könnte ich verbessern, wenn ich eine Ursache setze? Nichts. Also lasse ich die Finger davon. Ich weiß dann nicht, was jetzt das Leben bringt. Das brauche ich auch gar nicht, kann ich mir natürlich anschauen. Mache ich aber nicht, sondern sonst wie ein Film, den ich schon gesehen habe, ja, will ich gar nicht wissen.
oder wie ein Weihnachtsgeschenk, wo mir einer sagt, was da drin ist. Ja, das will ich ja nicht. Ich will es ja auspacken, die Überraschung haben. Also lasse ich mich vom Leben überraschen. Und dann passiert wieder ein Wunder, nämlich als erwachtes Bewusstsein erleben wir, jeder Augenblick ist absolut einmalig. Ganz gleich, wie lange die Schöpfung schon besteht, dieser Augenblick jetzt war noch nie und wird auch nie wieder sein. Und plötzlich erlebe ich als erwachtes Bewusstsein das Leben als eine ewige Premiere. Jeder Augenblick ist absolut neu, war noch nie und wird nie wieder sein. Beinhaltet eine einmalige Chance, eine besondere Energie, öffnet eine Tür. Und wenn ich ihn verstreichen lasse, weil ich das nicht erkannt habe, kommt sofort ein neuer, einmaliger Augenblick, der auch noch nie war, mit wieder einer neuen Chance und neuen Möglichkeiten. Und so gehe ich dann als erwachtes Bewusstsein von einem absolut neuen Augenblick in den nächsten und erlebe das Leben als eine ewige Premiere und bekomme automatisch das Beste. Und das nenne ich dann Manifestationsmeister. Ja, tun durch Nichttun. Dann brauche ich nichts mehr tun, keine Ursachen setzen und verursache trotzdem das Allerbeste. Wundervoll, dem kann man wieder nichts hinzufügen. Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Kurt, dass wir da gemeinsam hinschauen konnten. Und das war sicherlich wieder vielen Menschen ein Segen. Okay, und jetzt hat niemand mehr eine Ausrede, der das gehört hat. Also wenn ich zaubern könnte, dann würde ich gerne oder ich habe noch Wünsche an das Leben, sondern wenn ich das wirklich haben will, jetzt weiß ich, wie es geht. Alles ist möglich. Das Leben wartet nur auf Ihre Anweisungen und wenn Sie wollen, beginnt dieses zauberhafte, märchenhafte Leben, in dem alles möglich ist, in diesem Augenblick jetzt. Wundervoll. Vielen Dank, lieber Kurt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich bedanke mich.